Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zurück. Wir kommen zum letzten Teil unseres Symposiums. Es ist mir jetzt eine besondere Freude, dass ich Herrn Dr. Henning Albrecht begrüßen darf. Herr Dr. Albrecht ist der Geschäftsführer der Karl und Veronika Carsten Stiftung, die, wie viele von Ihnen wissen, die maßgebliche Stiftung in diesem Lande ist, die die Beforschung der Komplementärmedizin vorangebracht hat. Und auch verschiedene andere Projekte. Ich würde zum Beispiel nicht hier stehen, wenn es Herrn Albrecht nicht gäbe, weil er mich vor ungefähr 30 Jahren darauf hingewiesen hat, dass es klug wäre, in dem Gebiet Forschung zu machen. Und so ist Herr Albrecht, auch wenn er nicht im eigentlichen Wissenschaftsprozess selber steht, einer derjenigen Leute, die die Szene der komplementärmedizinischen Forschung und der Forschungsförderung seit Anbeginn, seit 30 Jahren, also ungefähr in Deutschland, kennen. Und deswegen habe ich ihn eingeladen und gebeten, uns mal diesen geschichtlichen Überblick zu geben, wenn wir schon von Geschichte reden. Herr Albrecht, ich freue mich, dass Sie die Einladung angenommen haben. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Warner. Oder sagen Reh, ich wollte eigentlich so beginnen, dass ich sagte, also ich habe beim besten Willen keinen Bezug gefunden zwischen Virchow und der Naturheilkunde und Homöopathie, was man heute ja unter Komplementärmedizin fasst, wie wir schon gehört haben. Und bin freudig überrascht, heute Morgen gehört zu haben, dass es da doch etwas gibt. Und das ist ganz aufregend, weil nämlich sehr viele Naturheilkundler und vor allen Dingen Homöopathen in Virchow ihr eigenes Feindbild sehen. Das ist die Zellularpathologie, die hat die schreckliche moderne Medizin heraufgeführt und so weiter und so fort. Also insofern ist das ganz aufregend für zukünftige Diskussionen. Also ich werde mich da rein vertiefen. Ich bitte um Literatur. Draußen. Wunderbar. Ja, was bleibt und wohin geht die Reise? Dazu müssen wir erstmal wissen, was es denn gibt. Was es denn gibt in Europa, jetzt unter dem Aspekt universitäre Medizin und öffentliche Förderung. So. Es beginnt hier in Deutschland 1976, als das Arzneimittelgesetz erlassen wurde und ursprünglich die Universitätsmedizin das zum Anlass nehmen wollte, nun diesem Kram, dieser Dreckmedizin, den Garaus zu machen. Es waren also ganz starke Bestrebungen, dass Komplementärmedizin eben nicht in das Arzneimittelgesetz kam. Und wir haben es dem Ehepaar Carsten zu verdanken, dass dann es doch anders kam, nämlich dass im Arzneimittelgesetz ein Schutzraum geschaffen wurde, genannt Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen. Und in diesem Schutzraum wurden angesiedelt die Phytotherapie, die Homöopathie und die Arzneimittel der anthroposophisch erweiterten Medizin. Und das wurde so erreicht, dass die CDU-CSU-Fraktion in Klausurtagung kam, Frau Carsten sich hinstellte, eine große Ansprache hielt und dann Herr Carsten sagte, so, jetzt wissen Sie, wie Sie abzustimmen haben. So ist also die Komplementärmedizin in das Arzneimittelgesetz gekommen. Und das ist von ganz großer Bedeutung, rechtlich und politisch, ganz klar. So, damit beginnt es also hier in Deutschland. Dann kommt 1988 die Einführung der winzigen Fachgebiete Naturheilverfahren und Homöopathie, woraus Sie nebenbei erkennen können, dass die Homöopathie kein Naturheilverfahren ist, in die Approbationsordnung für Ärzte. Das ist auch entstanden im Hause Carstens, im Wohnzimmer, wo die damalige Gesundheitsministerin Süßmuth zu Besuch kam, mich dann bat, sie zu beraten, was die Komplementärmedizin angeht. Früher hätte man gesagt, ich war wirklicher geheimer Rat im Gesundheitsministerium. Und so ist die Änderung der Approbationsordnung zustande gekommen. Fast unbemerkt, erst zu spät bemerkt von der Universitätsmedizin, ist dann auch entsprechend später wieder geändert worden. Dann gibt es 1989 den bisher ersten und einzigen öffentlichen Lehrstuhl für Naturheilkunde,
damals an der Freien Universität Berlin, Professor Bühring, vielleicht kennt manche den Namen. Dieses war dezidiert ein Geschenk des damaligen Gesundheitsministers Ulf Fink an Frau Carstens. Ich fuhr also mit Frau Carstens nach Berlin und dann überreichte er feierlich ihr die Gründungsurkunde für diesen Lehrstuhl. So, dann kommt das erste Störfeuer. Sie sehen also schon alleine diese drei Punkte haben in Deutschland dazu geführt, dass dann 1992, also drei Jahre nach diesem ersten Lehrstuhl, die sogenannte Marburger Erklärung zur Homöopathie von der medizinischen Fakultät der Universität Marburg herausgegeben wurde. Ein wüstes Pamphlet, völlig unbelastet von jeder Sachkenntnis, dass das Teufelszeug ist. Und man gab schriftlich eine Versicherung an die Studierenden der Medizin, dass wenn sie in der Prüfung die Frage zur Homöopathie nicht beantworten würden, dass ihnen daraus keine Nachteile erwachsen würden. Das war eine Frage von, ich glaube, 250. Nein. So, dann wird es interessant, ein Jahr später wurde an der Universität Exeter in England ein Lehrstuhl für Komplementärmedizin errichtet. Wir schauten alle spannend, voller Spannung dahin. Der erste Lehrstuhlinhaber ist, glaube ich, im vergangenen oder vorvergangenen Jahr dann pensioniert worden, Professor Ernst. In komplementärmedizinischen Kreisen, das ist typisch, dass Sie anfangen zu husten dabei, aber in komplementärmedizinischen Kreisen spricht man den Namen besser nicht aus, da spricht man immer von Herrn E in E in E. Ja? Ernst Exeter. Ich weiß nicht, ob dieser hier schon noch aktiv besetzt ist. Spannend wird es 1994 in Zürich, wo auf Druck der Bevölkerung nach Volksabstimmung ein veritabler öffentlicher Lehrstuhl für Naturheilkunde errichtet werden musste. Das war in der inneren Medizin. Das wiederholte sich dann in Bern. In Bern, da wurde errichtet die KIKOM, heißt Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin. Eine ganz eigene Konstruktion, ich finde sehr, sehr gut, sehr interessant. Auch dieses eine ordentliche öffentliche Einrichtung. So, so sieht das aus. Nun zur Entwicklung speziell nochmal in Deutschland. Andere Richtung. 1986 und in Folge dann kam es zu einer Förderung durch das damalige Bundesforschungsministerium und durch das Gesundheitsministerium zu einer Förderung. So ein Förderbereich, UMK heißt unkonventionelle Methoden der Krebsbekämpfung und UMR heißt unkonventionelle medizinische Richtung. So, 1986 wurde das eingerichtet auf Druck von Frau Carstens. Die hat den damaligen Forschungsminister so lange genervt und ist dann zum Bundeskanzler gegangen und dann wurde dieser Förderbereich eingerichtet mit wenig Geld, aber immerhin. Und anschließend eben auch unkonventionelle medizinische Richtungen. 1998 gründete sich das Forum Universitäre Arbeitsgruppen für Komplementärmedizin. Das war also eine Eigeninitiative. Seit 2000 gibt es das sogenannte Pluralismusforum bei der Bundeskanzlerkammer. Ein interdisziplinärer, jetzt von einer Komplementärmedizin her gesehen, interdisziplinärer Kreis. 2002 wurde die erste Stiftungsprofessur für Naturheilkunde eingerichtet, und zwar an der Universität Rostock. 2004 eine Stiftungsprofessur für Komplementärmedizin in Essen und dann folgten Berlin, Bochum, Wittenberg, Freiburg, München, Frankfurt, Ruhr. So, so hat sich also universitär das Gebiet entwickelt und Sie sehen vielleicht oder haben bemerkt, dass es nur ein einziges Mal einen öffentlichen Lehrstuhl gegeben hat. Das war der Berliner. Gegeben hat. Daraus können wir schließen, gibt es nicht mehr. So, alle anderen Einrichtungen sind von Stiftungen geschaffen worden. Und damit von vornherein zeitlich begrenzt.
Jetzt. So, das war der Bestand. Jetzt, was bleibt und wohin geht die Reise? Wir haben eine Rückentwicklung. 2002 wurde die Approbationsordnung für Ärzte novelliert und da fiel die Homöopathie raus. Das ärgste Schulkind. Naturheilverfahren blieben drin, kamen in den sogenannten Querschnittsbereich 8, glaube ich. Aber die Homöopathie fiel schon mal raus, was ein wichtiges Negativsignal war. 2004, bei der Gesundheitsreform 2004, fielen die Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen aus der Erstattung raus, der gesetzlichen Krankenversicherung. Ganz schwieriger Schlag für die Naturheilkunde, muss man sagen. Was das Ansehen angeht, na, ist klar, Mittel können nur noch heute bis für Kinder verschrieben werden. Jetzt bin ich irgendwo, Herr Bahn, Sie müssen mir helfen. Wie kommen wir wieder auf? Mehr Folien. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Was ist es? Wahrscheinlich deswegen. Dann ist was untergegangen. Sowieso was untergegangen. Dann machen wir es. Wir haben heute schon mehrfach vorgestellt, dass man es einfach da nicht raus hat. Ja, also aus meiner Sicht befinden wir uns tatsächlich in einer Bewegung, einer Rückwärtsbewegung, was dies angeht, denn jetzt kommt ja neuerdings in den letzten Jahren hinzu die sogenannten Leitmedien. Also eigentlich mit T geschrieben. Also der Spiegel, Fokus, Süddeutsche, FAZ, was sie wollen. Meinen ja in den letzten Jahren darüber herziehen zu müssen, in übelster Weise. Ich meine, sie haben genug davon abgekriegt, vor allem. Aber das sehe ich ganz im Zuge dieser Rückentwicklung. Ja, also der Wind gegen Naturheilkunde und Homöopathie ist bis heute noch am stärksten in Großbritannien. Da ist jetzt gerade das, da helfen auch die Royals nicht, denn das Royal Homeopathic Hospital in London, ganz berühmter Ort für die Homöopathie, darf keine Homöopathie mehr machen. Ja, da wird also heutzutage Akupunktur gemacht. Und dann gibt es noch das Homeopathic Hospital in Glasgow, also Schottland, und das wird jetzt zugemacht. Da darf dann auch noch ein bisschen Naturkunde gemacht werden, aber Homöopathie nicht mehr. Da ist die Homöopathie längst aus der Erstattung rausgefallen des staatlichen Gesundheitswesens. Und der Wind in Frankreich ist stärker geworden, der Wind in Holland, merkwürdigerweise. Da darf offiziell und an den Universitäten nicht einmal mehr von Komplementärmedizin gesprochen werden, sondern der Begriff ist ersetzt worden durch integrative Medizin. Und das führt mich zu der Frage, wohin geht die Reise? Also Sie sehen, es gibt bei uns in Deutschland keinerlei Trend, Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre an den öffentlichen Universitäten, da Naturheilkunde und Homöopathie zu integrieren, den gibt es nicht. Ja, und so wie ich das sehe, wird es bei diesem kleinen Fach Naturheilverfahren bleiben. Die Homöopathie kann optional als Wahlpflichtfach genommen werden, wenn die Studierenden an derjenigen Fakultät das wünschen. Das gibt es auch so ungefähr an einem Drittel der medizinischen Fakultäten. Wir fördern das auch, damit wenigstens noch ein bisschen erhalten bleibt. Aber dass sich das jetzt aus der Sicht der Komplementärmedizin zum Besseren wendet, kann ich überhaupt nicht erkennen, sondern ganz im Gegenteil. Es kommt dazu, dass die einschlägigen Ärztegesellschaften in diesem Bereich es der öffentlichen Hand auch noch leichter macht, nämlich durch Zerstrittenheit. Die Ärztegesellschaften im Bereich der Komplementärmedizin, das ist ein Riesenbündel an Ärztegesellschaften, es gibt
Gesellschaften, die haben nur 50 Mitglieder. Und die sind zersplitten, meistens sind sie sogar schwindelfrei, auch innerhalb der Fachgebiete, zum Beispiel innerhalb der Homöopathie oder innerhalb der Akupunktur. Ja, also es ist unglaublich, sodass dieser ganze Bereich, und ich rede jetzt nur von dem ärztlichen Bereich, wir haben ja noch Naturheilkunde und Homöopathie auch im Bereich der Heilpraktikerschaft, also nur im ärztlichen Bereich macht man es damit natürlich dem Staat leichter, man macht es den Gegnern leichter. Es ist bis heute zum Beispiel auch noch nicht definiert, was das eigentlich ist, Komplementärmedizin. Man kann es heute immer noch nur negativ abgrenzen, indem man sagt, naja, es ist nicht die Medizin, die an den medizinischen Fakultäten gelehrt wird. Ja? Aber positiv zu sagen, was es denn ist und wodurch es sich definiert, das ist bis heute nicht der Fall. Und ich denke, das macht die Sache leichter. Und es kann sich auch aus meiner Sicht nichts ändern, solange es an den medizinischen Fakultäten kein genuines Interesse daran gibt. Ja, genuines Interesse. Dass also ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin in der medizinischen Forschung sagt, das ist ja interessant. Arzneimittel, wo nichts drin ist und die sollen auch noch wirken, das möchte ich doch mal untersuchen. Das will ich doch mal wissen. Ja. Solange das nicht passiert, und das kann man analog übertragen auf die anderen Gebiete, wird sich nichts ändern. Ja? Wird sich nichts ändern. Denn um diese Gebiete nachhaltig zu implementieren, müsste man dann ja auch Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Ja? Das heißt also, aus dem Kliniksetat, aus dem Fakultätsetat, müsste man, und sei es noch so wenig, und ich meine, mehr brauche ich gar nicht zu sagen, denn Sie wissen genau, dass um Geld an den Universitäten das Hauen und Stechen am größten ist. Das ist ganz klar. Es müsste also ein sehr starkes genuines Interesse sein, um das zu implementieren. Und das sehe ich nicht kommen. Als ich vor 30 Jahren anfing, die Gasstiftung aufzubauen, da sagte man, das kann sich nur biologisch lösen, das Problem. Wenn die jetzige Ärztegeneration ausgestorben ist, dann wird sich das ändern. Was sich ändert, was ich sehe bei den Jungforscherinnen und Forschern, ist schlimmer geworden. Was die Naturheilkunde und Homöopathie angeht. Es ist einfach schlimmer geworden. Es ist so, das Interesse, das geringe Interesse ist eigentlich erloschen, muss man sagen. Also insofern, Sie sehen, ich sehe die Entwicklung ziemlich schwarz. Was ich jetzt unter dem Aspekt, wohin geht die Reise, noch bemerken möchte, ist, ich sehe auch innerhalb der Komplementärmedizin eine Gefahr, und zwar im Folgenden. Nämlich, es beginnt, wie in Holland, sich einzubürgern, von integrativer Medizin zu sprechen. Und Herr Dobosch, der den Lehrstuhl an der Universität Essen hat für Naturheilkunde, der tut das ganz bewusst, der hat das aus Harvard rübergeholt, den Begriff, weil der ist natürlich ein bisschen vornehmer und akademischer, als Naturheiler und dann auch noch Kunde. So, und er sagt also, integrative Medizin, das ist es, und spricht dann davon, er berücksichtige nur evidenzbasierte Naturheilverfahren. Das ist Quatsch, es gibt kein einziges evidenzbasiertes Naturheilverfahren, und das gibt es nicht so mal so, aber er schiebt damit was unter. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr drin, nämlich der Spaltung. Wenn ich jetzt aus der Komplementärmedizin ein Verfahren rausnehme und integriere es, dann heißt integrieren ja gleichzeitig, dass es das selbstständig nicht mehr gibt. Ja, ich habe es ja mit einbezogen und dann ist es Hochschulmedizin. So, und dann lässt man den Dreck übrig. Also Homöopathie, was weiß ich, Blutegel, Schröpfen und was sie wollen. Ja. Diese Verfahren, die lässt man außen vor. So. Und da sehe ich einen Trend, das ist aber jetzt bitte in die Glaskugel geguckt. Da sehe ich jetzt die Entwicklung der Hochschulen für Gesundheitsberufe. Das ist ja der neue Trend. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen, weiß ich nicht, mehrere Standorte vom Land, werden ganze Hochschulen hochgezogen. Und da geht es um die Akademisierung der Gesundheitsberufe.
also Krankenpflege, Physiotherapie, Hebammen, was auch immer sie wollen, die können da dann ein Bachelorstudium und ein Masterstudium machen. Und ich sehe es kommen, dass da auch einbezogen wird die Heilpraktika-Ausbildung. Ich meine, der Ruf, die zu standardisieren und auf ein gewisses Niveau zu heben und das auch zu kontrollieren, der Ruf ist ja sehr laut und der geht ja schon sehr lange. Also denke ich, das wird man damit einbeziehen. Und dann könnte es natürlich sein, dass man dann sagt, naja, diese eher dreckigen Verfahren, die können ja dann da abgehandelt werden, ne? An diesen Hochschulen für Gesundheitsberufe. Also insofern sehe ich wirklich die Gefahr einer Spaltung, dass ich das nicht gut finde, das haben Sie sicher gemerkt, denn das schwächt alles. Das schwächt alles. Ja, damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Albrecht, ich danke Ihnen, auch wenn Sie jetzt diejenigen, die vielleicht was Nettes erwartet hätten, enttäuscht haben. Aber Enttäuschung ist oftmals sehr wichtig, um eigene neue Schritte zu finden. Und